Welches Spiel auch immer die Götter spielen, ich wünschte, sie würden aufhören. Der Vormarsch nach Westen war gesichert. Die Eroberung der vier Inseln dort nur eine Frage der Zeit, als ein Wirbelsturm von unirdischer Macht unsere drei südwestlichen Inseln zerstörte. Nach einer Phase des Wiederaufbaus haben wir immerhin die nördlichen beiden wieder besiedelt. Die Zeit, die wir dabei verloren, hat Septimus natürlich genutzt und sich sofort nach Norden aufgemacht. Und von Westen droht Zhu Tang. Aber wir dürfen nicht verzagen. Wir sind besser als die beiden. Und es würde mich wundern, wenn ihr Bündnis von langer Dauer wäre. Wenn es Septimus nicht gelingt, sehr weit nach Norden vorzudringen, ist seine Position zu schwach, um gegen mich zu bestehen. Wenn es mir gelingt, seinen Vormarsch rechtzeitig zu stoppen, ist er bestimmt verhandlungsbereit. Schließlich ist er Händler. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zur nächsten Mission der Ägypter. So, die Siegesbedingungen sind Zhu Tang besiegen, Niederlagebedingungen diesen klitzekleinen Vorposten hier verlieren. Sie, Ra 1, Ra 2, müssen schnell nach Westen vordringen, um dort nicht bald unüberwindlichen Widerstand vorzufinden. Auch wenn ihre Infrastruktur noch schwach ist, sollten sie nicht warten, bis Zhu Tang seine Position gefestigt hat. Sie müssen den Vorposten halten und ausbauen, obwohl es ihnen anfangs kaum gelingen dürfte, ihn mit Nachschub zu unterstützen. Gleichzeitig müssen sie nach einem Angriff auf Zhu Tang mit einer Intervention der Römer im Süden rechnen. Diese werden sie aber nicht über Zhu Tangs Niederlage hinaus bekämpfen. Sie verfolgen andere Ziele. Okay, befestigen sie ihren Vorposten, so gut es unter diesen Umständen geht. Ihre Hauptinsel bietet genug Ressourcen, um eine Offensive per Schiff zu starten. Ja, dann schauen wir doch mal, würde ich sagen. Was wir hier so alles vorfinden. Ja, oh, hier ist ja jede Menge Platz. Ich würde sagen, ich fange hier tatsächlich einfach mal, um hier die Fläche ein bisschen zu vergrößern, mit ein bisschen Turmbauerei an. Oh, Sägewerk kriegen wir schon mal nicht hin. Das auch nicht. Ja, dann passt es ja, dass wir einen direkten Turm gebaut haben. Hier haben wir nur Ressourcen, sonst soweit erst einmal nichts. Okay, gut zu wissen. Wir fangen an mit dem üblichen Tamtam. So, dann machen wir unten direkt noch einen zweiten Steinbruch. Immerhin haben wir hier ein bisschen Fläche zur Verfügung. Und ja, ich nehme mir die Kritik zu Herzen mit zu spät Getreidefarmen bauen. Wir machen jetzt deswegen hier direkt eine Getreidefarm hin. Und auch alsbald eine zweite. Aber dafür brauchen wir erst noch ein paar Ressourcen. Fischerhütte sollten wir, glaube ich, auch nicht zu lange mit warten. Ich glaube, hier wäre gar kein schlechter Standpunkt dafür. Ich denke, wir sollten auch, um unsere Truppen einfach rüberzuholen, dass wir hier ein bisschen Manpower haben. Ich glaube, wenn ich auf der Karte gerade richtig geguckt habe, brauchen wir hier ja überhaupt keine Truppen. Entsprechend sollten wir möglichst schnell eine Werft bauen. Ah, guck an, hier hinten ist doch ein wunderschönes Plätzchen dafür. Anlegestelle haben wir leider nicht so ein wunderschönes Plätzchen parat, aber wir können ja hier einfach mal diesen Holzfäller bauen. Und dann gucken, ob wir uns nicht ein wunderschönes Plätzchen kreieren können. Wir sammeln unsere Soldaten auf jeden Fall schon mal hier oben an der Ecke, dass wir da möglichst zeitnah... Mein Gott, wir haben echt viele hier auf der Insel. Warte mal, wir haben doch bestimmt irgendwo ein paar Rohstoffsucher. Also, du suchst doch mal bitte da oben. Du da hinten. Und du bitte hier unten. Und schaut einfach mal, was ihr da so vorfindet. Ich bin gespannt. So, hier haben wir schon das erste Teil schon besetzt. Und da, oh, da ist schon direkt die Grenze zum Feindesland. Finde ich ja mal ganz toll. Da ist Kohle, okay. Ich werde einfach mal, dass wir hier ein bisschen Fläche kriegen, um etwas Infrastruktur hinzubekommen. Werde ich, wie gesagt, hier erstmal noch ein bisschen mit Türmchen arbeiten, aber... Oh shit, hier bitte einmal Prio. Denn ich sehe, wir haben hier noch zwei Steine und ja, fängt schon gut an. Ich hoffe, wir kriegen hier einen Stein raus. Ja, Gott sei Dank. Okay, gut, dann kommt hier die Priorität hin. Das war knapp, beinahe gepennt. Da wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Ja, dann tue ich doch mal, wie mir geheißen. Zack. Dann gucken wir bitte da vorne weiter. Ding, ding.
Das ist auch Kohle. Und da wäre ein guter Standort für eine Eisenerzmine. Da passt aber leider keine hin. Schade, schade. Wo passt denn ein mittelgroßes Wohnhaus hin? Ich würde fast sagen, hier bietet sich an. Dass wir auch bald ein paar Pioniere haben. Ach, guck an, dich habe ich vergessen. Das tut mich ja, sorry. Edelsteine, auch nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt bitte schlepp die drei Steine dahin. Gott sei Dank, Spitzhacke liegt hier, wenn ich jetzt richtig gucke. Ich hoffe, ich gucke auch richtig. So, das letzte Steinchen. Und dann könnt ihr auch da oben ruhig den Rest hinpacken. Ach ja, hier war ein Steinbruch. Stimmt. Ich entsinne mich dunkel. Da wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Okay, das ist auch insoweit nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich gucke erstmal, ob ich hier nicht ein paar Edelsteine finde. Ich guck mal, wenn ich mich hier lang genug verbarrikadieren kann, dann würde ich das vielleicht so machen, dass ich meine Truppen hier auch ausbilde und gar nicht erst auf der Hauptinsel. Weil bevor ich jetzt wieder so ein Schiffsfiasko habe, wie ich es schon einmal hatte, mit 12 Schiffen immer hin und her pendeln, macht ja auch keinen Sinn. So spannend ist die Schiffssteuerungsmechanik dann doch nicht. Dass es so einen Heiden Spaß macht, das so zu machen. Na, ich glaube, vielleicht macht hier oben auch mal ein weiteres Sägewerk Sinn. Ja, komm, machen wir mal. Wir haben zwar noch genug Bretter, aber ich will nicht, dass wir uns später wieder selber blockieren. Weil wir zu knauserig mit unseren Baustoffen sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache hier ausnahmsweise mal voll, falls er zu früh angreifen sollte. Toi, 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 dass das nicht passiert, aber ausschließen können wir es nun mal leider nicht. Deswegen müssen wir schauen, was daraus wird. Ach ja, das war die Fischhütte. Hier das Wohnhaus, sehr gut. Ja, läuft bei uns. Da sind viele Edelsteine. Das finde ich doch mal Töfte. Jetzt wäre es gleich richtig Töfte, wenn da so eine Meldung kommt. Hier wäre ein guter Standort. Ja, und wenn man vom Teufel spricht. So, da, ne? Zack. Hier passt jetzt leider keine Fischerhütte mehr hin. Schade. Aber egal, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir zeitnah unser Wohnhaus fertig kriegen, dass wir ein paar Pioniere kriegen. Weil ich möchte jetzt nicht unsere Wirtschaft, wir haben nämlich nur drei hier zur Verfügung. Und da wir noch ein paar Gebäude haben, die besetzt werden wollen, würde ich sagen, sollten wir da jetzt nicht unbedingt die in Pioniere umwandeln. Halte ich für ein bisschen fehl am Platz. Warte mal, können wir dich rausschmeißen und dafür dich reinziehen? Wäre doch, glaube ich, ein bisschen sinniger, oder? Ja, so ist doch schön. So, wir brauchen immer noch eine Anlegestelle. Na, so toll ist die Platzauswahl jetzt hier leider nicht. Aber wisst ihr, was wir noch machen? Wir machen hier mal einen Holzfäller hin und... Nein, jetzt passt da kein Forsthaus. Okay, dann gucken wir erstmal, ob das, wo das Forsthaus dahin passt, weil das hier unten unseren Holzkreis aufhaben. Ach, es passt gar nicht. Ja, guck mal einer an. Das ist ja toll. So, da kommt das letzte Steinchen. Finde ich schon mal gut. Ja, bitte? Noch mehr Edelsteine, ja, schick. Fischhütte steht, Getreidefarm steht, sehr gut. Haben wir zumindest schon mal eine Getreidefarm. Und ich würde sehr gerne hier eine Eisenerzmine hinmachen, weil ich kann mich entsinnen, dass da, glaube ich, der gute Spot war. Aber kommen wir leider noch nicht ran. So, bitte eine Fähre bauen direkt. Du brauchst ja Gott sei Dank nur Holz dafür.
Und dann schippern wir unsere Soldaten rüber und dann bin ich auch schon mal wesentlich entspannter, sobald unsere Soldaten alle drüben sind. Wir können doch auch mal die Türme hier hinten abreißen, ne? Komm mal, die braucht doch wirklich keiner. Ich lasse den einen aus Prinzip stehen. Es war zwar nicht eine Niederlagebedingung, dass diese Hauptinsel hier keine Abwehr mehr hat, aber ich lasse ihn einfach trotzdem stehen. Nicht, dass irgendwas passiert, ne? Und ich jetzt einfach leichtfertig dadurch mir eine Niederlage reinholt. Oh, da kommt schon jemand zum Spielen. Das ist ja... Nein, kommt doch nicht. Gerade so abgewendet. Hier haben wir wieder alle raus. So, du gehst mal bitte vor und ihr geht mal bitte alle JWD. Damit er dann nämlich gleich reingeht. Ja, okay, er wird doch nicht reingehen. Schade. Gut, dann macht wenigstens die Hütte voll, dass wir da die Bogenschützen stehen haben. So, bitte, bitte, bitte mach möglichst schnell die Fähre fertig. Ich will meine Truppen hier drüben haben, sonst krieg ich kein Auge zu. So. Bretter hast du genug da, das heißt, jetzt musst du einfach nur Gas geben, mein Lieber. Das finde ich doch schon mal schön. So, das Wohnhaus ist fertig. Ja, guck mal einer an. Dann machen wir doch mal hier direkt 10 Pioniere, die mal hier das Land holen, dass wir da unsere Eisenmine hinmachen und entsprechend, na, wir sollten das Land vielleicht doch eher als Ackerfläche nutzen. Ja, machen wir so. Wir können nämlich dann eben eine Mühle hin. Und wenn wir dann hier hinten irgendwo Platz haben, auch zwei Bäckereien und wir kümmern uns dann hier hinten, so wir denn irgendwo Platz hätten um ein Wasserwerk. Haben wir ein Lager? Oh, da passt ein Lager hin, ja dann. Da doch bitte einmal nur Edelsteine rein. Dass wir schön unsere Kampfkraft pushen. So, können wir nicht hier irgendwo... Ich überlege gerade, macht es Sinn, die Eisen schmelzen zu? Na, vielleicht sollten wir erstmal warten, bis wir hier ein bisschen Fläche freigekloppt haben. Dann sieht die Welt nämlich auch schon wieder ganz anders aus. Ja, guck, es passiert zum Beispiel schon mal ein Holzfäller hin. Nicht, dass ich den da haben will, aber theoretisch passt da einer hin. Ich hätte aber ganz gerne hinten tatsächlich Platz für ein Wasserwerk. Aber, oh, ich sehe gerade, wir haben sehr wenig Steine. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich eher mit Bedacht planen. Also hier oben haben wir zwar noch welche, hier haben wir auch noch ein paar. Aber grundsätzlich mit Bedacht ist, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn wir achtlos irgendwas hier hinbauten. So, da wir hier doch ein bisschen Manpower haben wollen, weil wir hier unsere Soldaten ausbilden werden. Und genau, ihr geht mal schön. Aber ihr haltet mal besser die Position. Nicht, dass ihr dem Spion da hinterher rennt und dann stehen wir wieder da. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Ja, komm, wir machen mal hier das Wasserwerk hin. Muss er sich von da vorne holen. Dann schon mal die erste Bäckerei. Und dann gucke ich, ob wir wirklich zwei Bäckereien machen wollen oder ob wir... Sehr schön, die Fähre ist fertig. Gott sei Dank, dann holen wir unsere Trüppchen darüber.
Denn wie gesagt, erst dann kann ich wieder ein bisschen ruhiger schlafen. Apropos ruhiger schlafen.